Einige Leute verstehen das falsch. Oder die wollen das falsch verstehen. Okay, ich habe Schulden, deshalb brauche ich keinen Zakat zu geben. Ja, der hat 20.000 zu Hause und sagt, ich habe Schulden. Ich brauche keinen Zakat zu geben. Dann musst du deine Schulden begleichen. Entweder begleichst du die Schulden oder zahlst du Zakat. Nicht, dass man ja, wo ist dein Beweis? Wenn man verschuldet ist, da braucht man keinen Zakat. Ja, und was ist mit dem Geld, was du hast? Zum Beispiel, du hast Geld von ihm genommen, 10.000 Euro. Entweder gibst du ihm zurück oder gibst du dafür Zakat, weil das Geld da ist. Und für das Geld gibt es Zakat. Wallahu ta'ala ala wa ala.